Das war so ein bisschen dein Höschen. Ja, also ich krieg mal die ganze Fleische. Es geht. Alle? Wir sind Freunde, Marco. Ohne, wenn sie sonst zu Hause hat, sind wir keins an. Sie streitet ja nicht mal ab, also stimmt sogar. Es ist zwar für Mono und für mich unnützes Wissen to go, aber okay. Und für jeden, der das Video angucken wird, aber okay. Ja. Können wir ja im Podcast thematisieren, ne? Deine Höschen oder unser aller? Und na, wenn dann unser aller. Ich rede nicht dann nur über meine Höschen. Okay, aber so als zum Einsteigen ist es schon nicht schlecht, oder? Mhm. Also wir wissen ja, dass es ein sehr großer Prozentsatz Markus Boxershorts sind. Und das heben wir uns für Sonntag auf. Eben. Chicken Wing, Chicken Wing. Also Manuel, der Chef, der Chefzuweiser ist Saskia. Wenn sie nicht markiert, kannst du sie gerne mal zusammenscheißen. Fick dich doch. Mach deine Arbeit, für was bezahlen wir dich eigentlich, hä? Ihr bezahlt mich nicht, das ist das Problem. Ist gestern schon von Pascal zusammengeschissen worden. Echt? Ja, weißt du, da kommen die nach der Werkstatt nach Hause und hat ja gestern bei uns mitgegessen. Und dann erstmal, ja, was ist denn hier los? Warum ist das Essen noch nicht fertig? Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Essen? Und der bezahlt dich ja noch weniger. Und ich war so kurz davor, dass die Hand ausrutscht. Ich bezahle schon wenig. Die Stimme aus dem Hintergrund. Monel, du darfst gern mit zum Scheißen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, wenn es so weit ist, gern. Okay. Ach so, jetzt haben wir es ganz vergessen. Monel, nach dieser Runde joinen wir mal in deine Lobby. Weil du hast das niedrigste Level und dadurch wahrscheinlich auch das niedrigste Konto-Level, gehe ich mal davon aus. Und doch wollen wir das mal bei leichtere Lobbys kriegen. Okay. Und paar Bitches klatschen. Und. Das sind Kinder im Hintergrund. Hallo. Yep. Ja, aber der Manuel hat auch Kopfhörer auf. Übrigens, wenn er zwischendrin mal die Beitsche knallen hört, er ist echt ein strenger Erzieher, also... Absolut, ja. Ja, das muss schon mal sein. Ey, Manuel, was ist das noch, wo wir das erste Mal so... das war eine von den ersten Mal, wo wir hier vorne gezockt haben. Was denn da rumschimpfen muss, das war echt klasse. Ja? Hört jetzt auf! In dem Dialekt immer, ne? Ich kann den nicht, leider. Hört jetzt auf! Ihr habt gesagt, ihr sollt aufhören! Wo kommst du her, Manuel? Vorarlberg. Grüß dich. Österreich, ach ja. Österreicher. Aber in der Gegend waren wir auch noch nicht gewesen. Wir waren ja auch bis jetzt nur in zwei Bereichen gewesen. Ja, ich war mehr, aber okay. Tut mir leid. Ja, also mal gucken, wie wir das steuern wieder. Also das glaube ich nicht, sorry, dass dir das leid ist. Conny, mach so weiter, da gibt's eine Erziehungsschelle morgen. Scheiße. Eine Erziehungsschelle. Ja, das vergisst du immer gut und gern mal. Ja, in letzter Zeit haben wir ja gar nichts gemacht, weil ich will immer zu brav sein. Da wird mir immer zu geschimpft und geschimpft und geschimpft. Weil du es verdient hast. Hast du gehört, Ronny? Du konntest nichts hören, ne? Hat keiner widersprochen. Ja, ich hatte gerade wieder ein Disconnect. Ne, ich habe gar nicht zugehört. Infrarot-DMR übrig. Kannst du die mitbringen? Jo. So, Leute, wir müssen irgendwas finden, wo wir uns ein bisschen mit, Ich hab noch Schuhpacks, wenn alle mal zusammenkommen. Ja, die bräuchten wir. Die bräuchten wir schon ganz her. Und da oben sind dann noch EMP-Granaten, die nehme ich dann noch mit, sobald wir hier... Hm.
da kommt ja ein Stück vor. Ne, wir warten wir noch mehr. Ja, da laufe ich jetzt erst wieder zurück und... Ja, komm, wir laufen ihm ein bisschen entgegen, dem alten Mann. Dann haben wir uns doch erst noch diese Tränke rein, nicht? Ja, ich hab doch ja. Hier noch Schuhpack, ist doch wurscht, weil mir die... Stopp! Ihr seid so egoistisch. Ja, jetzt ist erst mal auf unseren Stand. Manuel, bitte. Ja, weg! Ich war's nicht, es war deine Frau. Wir waren eine Sekunde waren wir voll. Da oben ist ein Lagerfeuer. Pela, warte mal ganz kurz, Manuel. Ich hab was für dich. Warte. Ich hab selber was. Nee, hier. Was denn? Am Lagerfeuer ist auch eine Pizza. Och, nee. Ja, du brauchst irgendwas zur Mobility, brauchen wir. Einfach ja, in die... Weil wir haben es immer ein bisschen einig, genau. Okay. Ja. Warte mal, kannst du mich auf laut stellen? Keller, Gitter! Heia! Wie alt sind deine Kids? 4, 7 und 8. Oh ja, perfekt. Also das von Saskia und Margo ist 47 fast. Oh ja, das... Ich danke, dass du es einfach mal selber sagst. Hat jemand Schlüssel dabei? Nee, tatsächlich nicht. Hier drüben ist was. Wurde. Zum Aus. Rot markiert. Ah. Da hüpfen zwei rum. Die ich jetzt gesehen habe, aktiv. Also das Auto habe ich angeschissen. Nein, warum fliegt das blöde Ding weg? Ah, schon wieder gewonnen. Da schön, wenn wir immer gewinnen. Also mit dem Auto kommen sie nicht weit. Wir aber danach. Ach, die sind doch da. Ja, die sind ja da. Ich hab meine Freundin wieder geholt. Markus Sniper. Hab schon gesehen. Hör auf! Mach deinen scheiß Ton aus. Warum? Wo ist denn der Sniper? Unten hinter dem Stein, wo rot markiert ist. Super, ich habe halt jetzt nichts für Mobility, ne? Ich kann nur, wenn ich rübergehe, was ausrichten. So, wo gehen wir hin? Hier können wir nicht bleiben, die Wand kommt gleich, Zone etc. Da ist ein Darth Vader hinter der Wand. Okay. Habt ihr ja, die noch gut im Blick? Sind die hochgekommen oder? Ja, die sind beim Bus. Ach, fix, sind das nur zwei? Einer ist beim Bus. Nee, weiter rechts davon ist auch. Die kommen rechts davon im Berg hoch. So, sie kommen zurück, wir gehen woanders lang. Ja, nee. Es sind jetzt drei Leute dort. Vor allem, das sind oben welche, die sich bekriegen. Lass hier rumgehen, komm. Ja, ja. Eben. Hier hat jemand was weggeschossen. Ja, deswegen haben wir jetzt ab hierher, komm. Wo ist hierher? Markiert, Karte, wo wir vorhin lang gelaufen sind. Ach, darum. Ja, weil sonst verlieren wir Sassi. Bin auf dem Weg. Habt ihr Expressreise, wenn ich es schaffe? Was, Mausi? Pela, Rambock, Rambock, oh. Rambock. Duschen jetzt noch. Schön nach oben zielen. Jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr. Nee, sieh mir. Nee, bloß weil der ist auf Marco gezielt, das ist halt so aus. So. Ja. Was brauchst du für Munition? Unser Meister hat immer Saskia, normalerweise. Ich habe ein Sturmgewehr und eine DMR habe ich hier. Ja, okay. Munition. Mittlere. Können wir dir geben. Unser mittlere habe ich leider auch nur 83. Roddy, du kannst es nicht.
Schwingen, also auf die Finger, super schön. Komm mal her. Manuel. Manu ist völlig unverkannt. Wie lange passt er? Wenn ich jetzt runterspringe, bin ich tot, oder? Das frage ich mich auch. Ja, okay, ich bin tot. Nicht runterspringen. Manuel, mit dem Ding kannst du runterspringen, aber du kommst auf meinen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe nicht. Wo bin ich denn? Ich such mir ach, da im Wasser? Wieso bist du im Wasser gestorben? Nee, der ist auf der Mauer aufgeklatscht. Du musst auf Klo. Ach du Mann. Gleich nicht mehr, gleich nicht mehr. Hat jemand mal Pizza mitgenommen? Was habe ich mitgenommen? Eine Pizza? Ohne mich nicht. Nee, aber dort auf dem Wasser, guck mal dort auf dem Wasser, Margo. Ach, du hast schon eins genommen, oh, alles klar. So, habt ihr alle jetzt ein bisschen Munition? Ich hab gerade gefragt, ob jemand meine Pizza im Wasser mitgenommen hat. Nee. Und du sagst, du markierst mir die Medipacks. Manu, brauchst ja, du noch Munition? Ja, du hattest bei mir nicht volle Munition. Nö, ich hab über 100. Volles Leben. Okay. Ihr macht dann gerade Kirre, ey. Ja, ihr macht dann ja auch Irre. Komm, wir müssen los, die Zone kommt. Gibt's auch noch, die ne? Zone! Was, die Ostzone, sie ist ganz dicht hinter euch! Lauft! Nele, geh mal auf Klo. Der Sozialismus war nicht gleich, Marco, der Sozialismus war nicht gleich! Wie war das? Erich, Abbruch, sie kommen! Was hast du denn mitgekriegt? War mal auf der Hochzeit gewesen. Für Frieden und Sozialismus seid bereit, immer bereit! Will jemand einen Schockwellenwerfer? Was ist Schockwellenwerfer? Ja, ich hab einen Besen. Naja, dieser Schockwellengranatenwerfer. Was heißt, ich hab dich und einen Besen. Wo ist denn das? Margo, spielst du das gleiche Spiel wie mir? Was für Schockwellen? Das kenn ich nicht. Offensichtlich. Will lieber eine taktische DMR? Nope. Hab meine Infrarot, damit bin ich glücklich. Ja, dann nehm ich dieses Ding mit. Ja, brauchst halt Granatwerfer-Munition, ne? Hab ich ja eingesammelt. Leute, ich hab nix zum Heilen. Ich find auch nix. Ich hab nur 2 Schuhpacks. Ich hab ne Pizza und 3 große Tränke. Na gut, das klingt ja schon mal nach was. Ich nehm jetzt mal 2. Ach ne, ich nehm mal. Okay, wenn ihr was dabei habt, dann noch die Schuhpacks. Hexenbesen. Ja. Hat jemand Raketenmunition? Margo, Pilla, ja, der tut dich in die Luft katapultieren und der hat so eine ähnliche Funktion wie der Rombok, nur ohne Ladefunktion. Der ich muss nicht so aufladen. Okay. Stell dich einfach mal auf dem Dach draußen, dann benutzen wir. Ist hier ein Raketenwerfer? Ihr müsst Wirbus weiterlaufen. Ja, okay. Warte mal. Die Zone kommt. Ja. Die Zone, sie holt uns ein, sie ist schon wieder da. Oh. Und nebenbei pingeln, das geht in die Hose. Das wäre auch echt schlecht. Das ist. Och Leute, ihr könnt doch immer sagen, wenn ihr zulauft. Ihr schaltet mir die Zone, kommt dabei, seid ihr schon so weit im Westen, dass es gar keinen Osten mehr gibt. Ich sag gleich gar nichts mehr. Ich kann dazu nichts sagen. Weil warum nicht? Ja, du kennst sie ja gar nicht mehr, ja, das stimmt. Aber wir haben ja festgestellt, sie ist noch eine Night ins Bitch. Night hieß. Eben. Noch gehöre ich zu den 90ern. Das wird sie auch. Gesagt. Und dann kennst du nicht das Lied. Gibt's noch ein Lied? Das singt ja, du bist aus den 70ern und ich bin ein Night-In-Pitch. Ja, ein 90er. Hat jemand von euch Raketenmunition? Nein, weil ich selber Raketenwerfer dabei habe. Wir gehen rechts rum, Richtung Süden. Also jetzt habe ich gut Munition. Billa, wie sieht's bei dir aus? Manuel? Sehr gut. Sehr gut. Oh, okay. Da drüben ist ein Lama. Lama, Lama, Ding Dong. Ach, Manuel, wenn du den Hexenbesen, wenn du schnell runter willst, drückst du hinten die beiden Tasten gleichzeitig. Bei uns ist es R1 und R2, bei dir ist es halt hinten die 2. Dann tust du das deaktivieren. RT und LT ist es bei dir, glaube ich, ne? Ah, Göcker! Was? 507 Schaden, ey.
Und Marco killt wieder. Sam wieder alles an. Guckt er das an, ey. Tja, ich bin der Einzige, der hingelaufen ist. Oh, ich hab endlich. Mal Stopp. So, Marco, hier kriegst du deine Raketenwerfer-Munition. Ne, nicht zu viel. Warte, ich tue auch wieder was raus. Warte, so. Aber geht wieder ein Stück zurück, ne? Manuel? Was denn? Was denn? Munition. Was? Okay. Ja. Ja, wir gehen wieder ein Stück vorwärts. Ist das ja hier nicht unser Spiel gewonnen? Unser Switch-Spiel? Ja, oder ich glaube schon. Glaube ich, hier die Gegend, ne? Auf der Switch sieht das so anders aus. So schlecht? Richtig. Oh, ein Moped. Ich habe ein Moped. Margot, das ist meins. Was denn? Moped. Ich bin doch überhaupt nicht bei dir. Manuel, magst du mitfahren? Ja, lieber nicht. Ja, lass es lieber sein. Achso, das ist cool. Schlechter wie Lucy fährt niemand. Oh ja, wahrscheinlich nicht. Oh. Ja. Also pass auf, weißt du, nicht dank mir ist es super verkauft. Sondern ein Milos aus Filmen kam vorbei. Was? Wollen wir auf dem Allradgetriebenen umsteigen? Nö. Das war das erste Mal, wie die Zone sich entscheidet. Ja, aber wir haben es ein paar Meter. Komm, steig ein, dass ich komme. Komm ins Auto. Ich vertraue dir aber nicht genügend. Komm, mein kleines Mädchen, steig in mein Auto. Komm her. Komm her. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Ich habe eine Knusperstange für dich. Die will ich nicht. Komm, Monel, steig mit ein. Wir fahren ein Stück. Bei mir. Komm. Waldsasse ist schon da unten. Ja, sowieso. Hier hat Marco wieder ein Kunststück beigebracht, dass du dir schon angucken könntest, wenn fast ja mal was posten, oder? Ja, wo du in den Heuhaufen drin warst. Und ja, es geht ja aber nicht darum, einfach plump auch was zu posten. Das, was dabei steht, muss ja auch ein bisschen Sinn ergeben. Ach, und das dauert 3 Wochen. Okay. Ronny, du hast genauso einen Zugang zu Instagram. Du kannst genauso was posten. Also ich muss mit der Kleinen auf Klo. Also dann stell dich irgendwo in den Busch. Auto rein. Versteck dich irgendwo, genau. Wir passen auf dich auf. Ja, okay. Zone. Wir sind aber noch nicht im Kreis. Ja, okay. Wir holen dann Heilspray und wir sprühen in der Mitte. Guck mal, jetzt steht ein Eck und schämt sich. Ja, wir müssen aber weiter, weil die Zone kommt echt fix. Ja, ich weiß, deswegen habe ich gesagt, dann müssen warte mal, stopp. Da liegen erst. Fahr an ihn ran. Warum? Ach so, warte, wir machen außenrum frei. Ja, wir machen außenrum frei. Was man da alles macht, ey. Autsch. Ja, wir wollen nicht Richtung Zone schießen. Damit so, du, ich war nur gucken. Ah, danke, Marco. Marco zündet. Team-Members. Ich steige jetzt einmal ein hier. Ja, genau. Was hast du? Nix. Ich muss jetzt gleich nochmal vom WC holen. WC? WC. WC, okay. Toilette. Oh, die hat Toilette. Sich einer auf euch geschossen? Nein, ich hab geschossen. Saskia, deine bessere Hälfte fährt. Ich will da nicht einsteigen. Ich fahr doch. Weißt du, auf Köln fährt er, du tust ja nicht so rummosern. Da ist er sogar eingeschlafen. Und er hier in... Ja, eben, genau. Also ich finde, ich bin besser gefahren, ganz ehrlich. Bei mir waren mehr Hindernisse. Guck mal, auf freier Fläche kann jeder fahren. Ich hoffe, jetzt wird sie erschossen, weil sie nicht so alleine rumläuft. Eben. Weil er Hex ist, genau. Nur weil ich kann. Oh, sind wir doch nicht gerade hergekommen? Da müssen wir gerade ein bisschen wechseln. Ach. Genau, das hat euch verrückt. Oder ich komme eigentlich hinter zu dir. So.
Gasson, guck mal, du kannst sogar vorne einsteigen. Mal schnell gucken, ich komm gleich. Ja. Jetzt hört man es gleich so, oh, hat das schön gemacht. Komm, wir wollen noch ein bisschen in die Stadt. Margo, jetzt kannst du fahren, genau. So, muss sehen, was heute Abend so geht, ne? Nee. Warte, warte, die explodiert noch nicht. Ja gut, ich habe auch keinen getroffen tatsächlich. Ja, die eine habe ich ein paar Mal getroffen, aber wenn man so schnell fährt, ist natürlich schwierig. Jetzt fahr, fahr. Jawohl. Na, war das schon alles? Es sind noch drei Teams, also quasi ein Dreier und ein Vierer-Team gegnerisch. Vier Dreier gesagt. Hilfe. Ich nehme Wörter in den Mund. Ja, aber das ist auch völlig in Ordnung. Da oben drauf. Voll da oben drauf. Marco. Raus, 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 raus. Genau richtig, genau richtig, genau richtig. Ich hab's nicht gesehen. Oh, da hinten war einer. Gold halt, meine Fresse. Oh, die hol ich mir. Goldene Schafzahn und goldenes Doppel. Sag mal. Ohne mich gehst du nicht baden. Also, dann musst du auch nicht baden. Direkt vor uns, Sossi, bei dir. Jawohl. Siehst, bei ihr sterbt man jedes Multi. Bin ich aber schneller. Doppelmagazin, Sturmgewehr, Lila. Warte mal, Sossi, bleib stehen. Warte, ich trinke einen Schlürfsaft. Ja, den hättest du dir halt sparen können. Hä? Wo schießt denn da was? Beim Fehler oben? Oben auf dem Berg. Ja, die sind im Sturm. Ja, gleich, Nele, gleich, gleich. Ich schon mal aus. Hier drüben. Es ist nur gut, dass du vorher schon geklärt hast, dass du Kinder hast. Ich wollte gerade sagen. Zwei down, einer noch. So, es ist nur noch einer. Der ist oben, ich war auf dem Hügel, glaube ich. Ne, der war auch hier runtergelaufen. Und es kann natürlich sein, dass das schon weiter ist, ne? Vielleicht hier in der Busch drin? Doch, der ist da oben. Oben auf dem Berg, ja. War jetzt natürlich dumm, von dem anzugreifen. Sehr dumm war das jetzt gerade, aber gut. Hat er sogar gepinkt? Ja, ja, durch mich. Ey, den triffst du nicht, ey. Irgendwo ist jetzt runter. Ich hab ne weggeschossen. Macht das ja noch sei Schild. Fliegt erstmal weg. Geht mit der Zone mit. Hier. Hier unten ist er. Ja, lass ihn kommen. Unten. Er ist im Busch. Hey, da. Sieg. Jawohl. Das war das. Gut, ich schmeiß die Kleine mal in die Dusche. Komm mal. Klar. Ist kalt. Ja. Komm her. Jawohl. Oh, ist kalt.